Sind die auch brav neben ihnen gelaufen? Ja. Das haben die dann, wo haben Sie ihnen das beigebracht? In der Hundeschule oder Nee, zu sind? Hause. Da habe ich gedacht, morgen mitgenommen zum Rhein, zum Damm runter. Was mit dem spazieren gegangen. Was ist denn mit den Hunden passiert nach diesem Angriff? Ja, danach ist der Apollo abgeholt worden im Tierheim, der Bubba auch, im Kloster, im Tierheim. Und da hieß es, dann haben wir einen Rechtsanwalt eingeschaltet und hat gesagt, im höheren Gesetz aus wird Apollo nicht eingeschläfert. Weil der soll ja gebissen haben, der Apollo, war ja der Sohn von der Bora. Und da war ja ein Jahr, und die Bora ist jetzt mittlerweile schon 3 Jahre. Und der ist auch sehr verspielt noch, der Apollo, gewesen. Naja, ein verspielter Hund beißt ja nicht im erwachsenen Menschen den Arm halb ab, nicht? Oder durch. Ja, aber woran das passiert, kann auch keiner sagen. Wie? Woran das passiert ist, kann der auch keiner sagen, aber können Sie ja vielleicht der, Herr Kurs. Wie dazu gekommen ist er, wohnt. Ja, er sagt ja, er ist einfach da ja, lang. Ja, er sagte, die Hunde waren raus rum laufen da. Ja. Weil Marcel, aber schon du mit, ja, ein Start zu schaffen und rein, ja. Die Leute und Bus sind ihnen vorbei, haben die was angegriffen. Und die was nicht da. Außer ja. Gleich kommt der Bus vorbei, immer beißt sich gleich zu, ja. Also, es sind ja, Fälle bekannt, dass Hunde eigentlich ohne Grund jemand angefahren haben. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Ich möchte Ihnen mal meinen nächsten Gast vorstellen, der sich gleich ins Gespräch mit einmischen kann. Gerd Leonhard aus Troisdorf. Er betreute dort als Tierheimleiter Ihre beiden Hunde. Herzlich willkommen. Also zwei Takte jetzt zu diesen Hunden, zu der Haltung der Hunde. Die Hunde sind nicht so vom Verhalten gewesen, wie der Herr Engelmann sie geschildert hat. Alle beide nicht. Wobei die Bora relativ unauffällig ist. Der Apollo von Anfang an, die Bora ist die Mutter, der Apollo von Anfang an, dieses gesteigerte, wie Sie das eben geschildert haben, Gewaltpotenzial schon drin hatte. Eben nicht erzogen war, keinerlei Erziehung besessen hat. Mit 9 Monaten hätte man ihn noch handeln können, handhaben können. Aber nicht, indem man ihm in ein Tierheim abschiebt. Und ja, aber Frau Engelmann sagt doch, wir haben die Tiere nicht er hat keinerlei Grundkommandos beherrscht. Das ist nicht wahr, was Sie eben gesagt ja, haben. Klar, er hat weder die Bora noch der Apollo hat irgendein Kommando beherrscht. Also, die Bora sitzt immer noch Sie bei uns. Über die wir gerade gesprochen haben. Das sind die gleichen Hunde, von denen wir sprechen. Wir kennen uns. Sie haben uns im Tierheim kennengelernt. Wir haben ihnen zugesichert, mit diesen Hunden zu arbeiten. Sie sind dann nicht nachgekommen. Dieser Zusicherung sind also weiterhin nachlässig mit den Tieren umgegangen. Völlig uneinsichtig in der Handhabung mit den Tieren und auch mit den Folgeerscheinungen. Und die logische Konsequenz. Also, wir wollen mal der Reihe nach. Wir wollen das mal der Reihe nach durchgehen hier. Jetzt kommen schon die ersten Faxe. Die eben genannten Hunderassen sind normalerweise sehr wesensfest. Es liegt rein an den Haltern der Hunde. Ja, die Hunde sind alle ganz lieb und brav. Also das einzelne Fach habe ich vorgelesen, mehr werde ich dazu dieses Inhaltes nicht vorlesen, weil wir wissen einfach ganz genau, oder korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, dass es Hunderassen gibt, die von Grund auf her, genetisch, züchterisch bedingt, wie auch immer, aggressiver sind als andere züchterisch Hunde. Bedingt stimmt das schon. Ja, also gut, das wissen wir ja nicht, was da in den Hunden drin ist jetzt. Haben Sie eigentlich jemals dem Herrn Steimels, Herr Engelmann, haben Sie sich bei ihm mal entschuldigt? Oder? Ja, ich hole es vor die Kamera, wo die Express mit dem Mann war. Vor der Tür, wo das passiert ist. Bin ich rausgegangen, wo ich meine Hand schuldigen. Wo ich frage, wie das passiert. Ich dachte, komm, mach was du gehst. Was, nun gut, also ja. wenn mich zwei Hunde beißen, werde ich auch mal sagen, schieß in den Wind und das können wir morgen oder übermorgen machen. Der Mann steht ja auch vielleicht unter Schock oder war sowas. War schon zwei Tage danach, war das passiert, wo ich jemand vor der Haustür laufen. Sie schütteln den Kopf, Herr Leonhard. Ja, weil wenn ich dann höre, das Gelände war offen, wenn ich zwei Hunde auf meinem Gelände habe und die nicht bewacht oder nicht kontrolliert sind, dann muss ich mein Tor zumachen. Die müssen ja irgendwie aus dem Grundstück rausgekommen sein. Wenn ich einen Hund halte, muss ich das Gelände absichern. Und wenn ich nicht anwesend bin, dann muss ich diesen Hund auf einem gesicherten Gelände untersuchen. Wer übernimmt die Kosten, Herr Steinmetz, für Sie, für die Behandlung? Das ist ja alles Versicherung bezahlt. Haben Sie eine Haftpflichtversicherung für die Hunde? Nein. Nein. Ja, Mensch, Kinder, also das verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin mit den Viechern aufgewachsen. Wir haben immer eine Haftpflichtversicherung gehabt. Immer. Jetzt wird es angeblich Pflicht. Aber wenn ich so ein Tier habe, der kann ja auf die Straße rennen und kann Motorradfahrer vom dem Ding runterschmeißen oder zum Autozusammenstoß fahren, dann müssen Sie haften dafür. Ja, das wäre mir zuerst mal passiert mit dem Tier. Ja. Bitte? Zuerst mal ist es passiert mit den Hunden. Ja, das erste Mal ist jetzt passiert. Was alles passieren kann und keiner weiß, wie es passiert ist, kann auch unser nächster Gast schildern. Bei uns ist Marlies Batzel aus Gladbeck. Herzlich willkommen. Applaus